Auf der Suche nach Yennefer, seiner einstigen Freundin und Geliebten, gelangte Geralt ins Dorf Weißgarten. Die Zauberin schien nur ein paar Schritte entfernt, doch sie blieb ungreifbar. So, da sind wir wieder zurück. Nach dem kleinen Albtraum. Diesmal sind wir im Livestream unterwegs, deswegen auch Hallo an die Zuschauer im Stream. Ich habe die Quali ein klein bisschen hochgedreht, soweit es für mich möglich war. Also im Vergleich zu anderen Streamqualitäten auf meinem Kanal ist das jetzt schon ein bisschen besser. Wird aber nicht Standard sein, weil alles andere leider aus ist, damit das mir ermöglicht wird. Dafür aber bei The Witcher lassen wir das so. Und ja, bei der Entscheidung waren wir nämlich auch im ersten Part gewesen. Wir können jetzt hier unserem Kollegen erzählen, was wir geträumt haben oder ihm sagen, dass wir nicht darüber reden möchten. Ich werde beim nächsten Mal das Stream-Delay noch weiter runterdrehen, damit wir einfach die Antworten von der Community nehmen. Triss? Yennefer. Seltsam nicht. Sie war nie da. Mein Traum wirkte aber ganz echt. Hat sie wegen irgendwas herumgenörgelt? Wirklich lebensecht. Wir finden sie schon. So, dann haben wir mit Ciri geübt. Das haben wir ja auch im ersten Part gesehen. Und suchte Ciri. Wir üben. Das waren noch Zeiten. Kleine Teufelin. Ich habe Kinder ausgebildet, die schneller und stärker waren. Aber keins hatte ihren Charakter. Er ist nicht gut ausgegangen, oder? Dein Traum. Nein. Die wilde Jagd tauchte auf und griff Ciri an. Ich konnte mich nicht rühren, stand da wie angewurzelt. Es war nur ein Traum. So, Ciri in meinen Träumen, vielleicht ist sie in Gefahr. Wir brechen aber jetzt auf, weil das denken wir uns. Es dämmert bald. Brechen wir auf. Warte. Zeig mir den Brief von Yennefer. Vielleicht habe ich da einen Hinweis übersehen. Du hast nichts übersehen. Wir sollten uns in Weidendorf treffen. Das hat sie geschrieben. Inzwischen hat die eine oder andere Armee das Dorf niedergebrannt. Uns bleibt nur, ihrer Spur zu folgen. Also... Hör kurz auf zu reden und gib mir den Brief. Was sagt man dazu? Er riecht wirklich nach Flieder und Stachelbeeren. Du wolltest ihn lesen, nicht beschnüffeln. Wir müssen uns sehen. Bald. Weidendorf bei Wysima. Keine weiteren Hinweise. Was ist das für ein PS? Ich habe das Einhorn noch. Ein Einhorn, das wir mal als Bett benutzt haben. Da würde ich gerne was drüber hören. Ein Einhorn, das wir ein- oder zweimal benutzt haben. In bestimmten Situationen. Was jungen Leuten heutzutage so einfällt. Zurück zum Thema. Wie viel Vorsprung mag Yennefer haben? 2, 3 Tage. Die Spur ist frisch. Aber sie führt wohl zur Hauptstraße. Da wäre sie schwer auszumachen. Warte, hörst du das? Ich höre und rieche es. Ghule. So. Die Cutscene ist zu Ende. Und jetzt müssen wir uns nochmal an das Kampfsystem wagen. Denn das war auf PC gar nicht so unkompliziert, leider. Beziehungsweise, sagen wir mal, es ist auf PC sehr suboptimal gelöst. Oh. Aber momentan geht das Ganze noch. Auf Tabulator können wir nochmal hier zwischen den Zaubern hin und her wechseln, anvisieren und, jetzt habe ich vergessen, wie man wieder schießt. Leider zwischen der ersten Aufnahme und dem Stream natürlich ein klein bisschen Zeit vergangen. Kuh war's. So.
Wenn ich Gegner angreife und treffe, bekomme ich Adrenalinpunkte. Das kennen wir ja. Du kannst Vitalität regenerieren, indem du isst oder trinkst oder mindestens eine Stunde lang meditierst. Hinweis: auf dem Schwierigkeitsgrad Blutschweiß und Tränen oder Todesmarsch kannst du durch Meditieren keine Vitalität generieren. So, wir sollen Wesemir folgen. Schönen guten Tag übrigens an die ganzen Leute, die gerade zuschauen. Ich hoffe, die Quali ist heute ein bisschen angenehmer für Stream-Quali bei mir. Tränke brauen kann? Nein, weil sie Leichen fressen und damit Epidemien verhindern. Hm. Wusste er, dass sie auch lebendige Menschen fressen? Nein. Es sieht echt schön aus, das Game. Es widersprach seiner Theorie. Ja, leider laggen die Cutscenes etwas. Das ist ja schade. Also, obwohl mein Rechner wirklich gut ist, machen die Cutscenes ein paar Probleme. Ich mounte mal ganz kurz ab, weil er folgt uns ja eh. Wir können hier nämlich Pilze und sowas mitnehmen. Ich nehme mal ein paar Kräuter mit. Danke, Liana. Scheint wohl ein bisschen besser zu sein denn heute. Ja, ist auch fast doppelt so viel Quali wie sonst bei mir im Stream. Das muss man glauben. Das hält einen aufrecht. So, weiter geht's. Ein zerstörtes Dorf. Ich würde mich gerne ein bisschen umschauen. Golfmomo fragt, mit welchem Programm ich meine Videos aufnehme. Das ist OBS. Ich war vorher ein riesiger Fan von XSplit, aber XSplit verbraucht zu viel Rechnerleistung, leider. Okay. Oh, hier leben noch welche. Entschuldigung, ich wollte hier mit Ihnen reden, junge Dame. Was los? Ey, ich töte. Ich bringe euch jetzt um. Kann ich das auch? Komm, hol die Faust raus. Zieh das Schwert. Hast du Glück? Okay, er traut sich nicht. Feige Sau. Ich hätte zugeschlagen. Den Staub nehmen wir mit. Jetzt, dann rauben wir sie noch aus. Die gucken eh gerade nicht hin. Ich glaube, ich bin aber einer von den Guten, ne? Ich kann hier eh nicht. Geh mal weg da. Ich nehme dir alles ab hier. Ja, renn nur. Oh ja, ab. So, ich nehme euch ihr ganzes Hab und Gut. Alles, was nicht verbrannt ist, klaue ich jetzt. Ja, so läuft das, ne? Jetzt hier rempel ich dich nochmal an. Ja, sonst was. Tja. Oh, hallo, Bauer. Suchst du Ärger? Wieso sind die alle so aggressiv mir gegenüber? Bin ich kein Guder? Willst du kämpfen? Götter. Hä? Suchst, ja, der rennt ja gut weg. Also. So, hallo? Okay, lass mich nicht rein. Eines ist ja gut. Was willst du denn? Ja. Ich will ja auch nichts Böses eigentlich. Du stehst neben einer Leiche. Ist nicht so gut für Kinder. Reicht. Stopp, 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 da war ein Brief. Suchst du Ärger? Aha. Anordnung A289. Das Begraben der Leichnam erhängter Deserteure und Aufständischer ist hiermit strengstens verboten. Das Losschneiden von Erhängten wird mit umgehender Hinrichtung bestraft. General Merwin Rosen, Vizekönig der Provinz Temerin. Verstanden, Kollege. Ja, ne? Hier haben wir mal ein bisschen gelootet. Ey, da steht ein nackter Junge in dem Haus. Was ist denn hier? Erstmal hat er noch eine Schatzkiste da. Was wird denn hier für... Erstmal looten, ja? Ja, Platte. So, und jetzt, was macht ihr hier Illegales? Was ist das? Ist der hier? Ist der Pedoman? Hallo? Aha. Steht auch vor einer Leiche. Was sind denn? Die sind aber alle makaber. Hau mal ab hier. Ich hab mein Schwert gezückt. Ein Wolf. Ja, der rennt auch vor mir weg. Ey, lass mal den Kopf. Heyo! Vor wem rennt ihr denn jetzt noch weg? Jeder, der Aggro von einem Wolf hat, rennt zu mir. Und jetzt will ich da sehen, was... Ja! Was ist hier passiert, Junge? Was? Grr? Das freut mich auch.
Lederband und Seide ist immer schön. Was? Guten Tag. Okay, Kollege, ich glaube, in dem Dorf finden wir nichts mehr. Ich hole mir jetzt meinen Gaul, bevor wir das auch noch töten. Auf geht's. Schwert lasse ich schön. Okay, ich wollte es draußen lassen. Mach mal weiter, Kollege. Habt Gnade. Ich will euch doch überhaupt nichts tun. Was ist los mit euch? Ja, ich schreie wie bei GTA. Am besten. Oh Gott, was ist mit der Brücke? Nicht sicher. Schneller. Okay, dann rennen wir halt schneller. Ganz wie du willst. Gehen wir? Sieht fast zu spät aus. Was ist das? Halb Greif, halb Wolf? Alles klar. Hey! Ist er weg? Ja. Mit deinem Pferd. Gott, das war knapp. Ich dachte schon, ich ende wie mein Pferd. Wenn du Glück gehabt hättest. Dein Pferd ist sofort gestorben. Aber Greife spielen gerne mit ihrer Beute. Fressen sie bei lebendigem Leibe auf. Aha. Ihr wollt wohl eine Belohnung haben, nehme ich an. Ein paar Kronen wären nicht schlecht, Kollege. Ein paar Kronen können wir immer gebrauchen. Bin leider gerade schlecht bei Kasse. Die Nilfgaarder haben meinen Besitz beschlagnahmt. Und jetzt dies. Hier. Aber Cash hat er doch noch gehabt. Alles klar, Kollege, alles klar. Wie gesagt, die führt zur Hauptstraße und endet dort. Sie ist verwischt. Sucht ihr jemanden? Ja. Ja, eine Frau, mittelgroß, lange schwarze Haare. Hast du so jemanden gesehen? Nein, aber hier in Weißgarten gibt es eine Herberge, die einzige weit und breit. Da kommen viele Reisende durch. Vielleicht erfahrt ihr etwas. Keine schlechte Idee. Zumal diese Wunde gereinigt werden muss. Da, kaum ein Kratzer. Aber ein Schnaps wäre jetzt recht schön kühl. Direkt aus dem Keller. Gehen wir. Ja, danke, Kollege. Hast du übrigens noch ein paar Sachen mit, die ich mitnehmen kann? Der Hammer hat er schon draußen, ne? Okay, hier kann ich wohl nichts mehr nehmen. Alles klar, Kollege. Lebo. Ein Greif so nah am Dorf? Seltsam. Das habe ich auch gedacht. Im Wald oder in den Bergen, klar. Aber hier? Und auch noch bei der Hauptstraße? Vielleicht liegt es am Krieg. Sieht echt schön alles aus. Voller Leichen, Blutgestank, verbranntes Fleisch. Das kann die Monster irre machen. Die Menschen auch. Besiedelte Gebiete. Du näherst dich einem Dorf. Störe dessen Frieden nicht. Denk dran, Wachen tolerieren Diebstahl nicht. Haha. Okay. Sehen wir, Leute, sehen wir. Wir sollten verschwinden, sobald wir. Ich habe gerade einen Jungen irgendwie umgeritten.
Was? Nimm das runter, sonst gibt's Ärger. Das ist ein Waffenrock. Die temerischen Lilien, die hängen da zurecht. Du bist nicht mehr in Temerien, Alter, sondern in Nilfgaard. Du kannst mich mal. Was, Hexer? Mit solchen Ungeziefer-Mutanten trinke ich nicht. Tut mir leid wegen dieser Gauner. Macht nichts. Das sind wir gewöhnt. Die Leute sind recht nervös hier. Armeen sind durchgezogen. Jetzt treibt sich ein Greif hier rum. Mhm. Wir hatten schon das Vergnügen. Ein fieses Biest. Fies? Ihr Jäger habt leicht reden. Der hat Lena vielleicht zugerichtet. Die Arme ist halb tot. Aber jammern bringt nichts. Wie kann ich euch helfen? Mit einem Schnäpschen. Und du? Darf's was zu trinken sein? Wir suchen nach einer Frau. Zeig mir, was du zu bieten hast. Okay. Durch Optionen, die mit Geld markiert sind, wird ein Handelsfenster geöffnet. Ja, okay, ist ja klar. Ganz schön was los hier. Kümmern sich schon jemand um den Greif? Hier. Zeig mal, was du so hinter dem Tresen hast. So. Kaufen und verkaufen von Gegenständen. Ja. Was haben wir denn so? Wir haben ein bisschen Nützliches. Ja, eine Fackel. Jennifers Brief erhält Zusatzinformationen. Aber der ist unverkäuflich. Den müssen wir uns also noch irgendwie holen. Schweinehaut. Okay, ein bisschen Haut. Also das sind die Sachen, die wir halt gerade haben. Und ich denke mal, wir verticken hier einfach alles. Gerade die Fälle, die ich hier mitgenommen habe. Und was haben wir da noch? Gegenstand ist unverkäuflich. Unverkäuflich. Die Fackel behalte ich. Und sie hat... Finte, ja, also ein paar Sachen hier, neutrale Karte, Sonderkarte. Finte, täusche diese Karte gegen eine Karte auf dem Schlachtfeld aus, sie will auf deine Hand. Das ist für das Kartenspiel, oder? Das ist eine Gewinnkarte, also das ist so ein Card-Game. Wie viel kosten die? 20 Dublonen. Ich werde Kartenspieler, ich nehme die alle mit. Ich nehme die alle mit, hier, zack. Wir suchen eine Frau, schwarze Haare, veilchenblaue Augen. Schwarz-weiß gekleidet. Kam aus Richtung Weidendorf geritten. Und, es mag seltsam klingen, aber sie riecht nach Flieder und Stachelbeere. So eine Frau habe ich weder gesehen noch gerochen. Ich würde mich wohl erinnern. Ja, es ist schwierig, sie zu vergessen. Aber hier sind viele Reisende von überall her. Vielleicht lohnt es sich, nach ihr zu fragen. Durch Dialogoptionen mit der Sprechblase wird das Gespräch beendet. Kümmert sich wieder jemand um den Greif? Gibt es schon einen Vertrag wegen des Greifs? Nein, noch nicht. Klang Power, ja, ich lade das auch auf YouTube hoch, deswegen versuche ich auch hier die Quali höher zu stellen. Ich hätte den Herrn um Hilfe gebeten, wenn sich hier ein Monster niedergelassen hätte. Aber jetzt geht er nicht mal mehr aufs Klo, ohne die Schwarzen um Erlaubnis zu bitten. Und den Herrn haben sie wohl aufgehängt. Also... Nein, kein Vertrag. Schade, wir hätten was tun können, aber nicht umsonst. Tja, umsonst machen wir nämlich gar nichts. Für alles. Hat der eine eigentlich seinen Schnaps bekommen? Ich glaube, wir wurden verarscht. Soll ich dir beim Verbinden helfen? Bitte. So tatterig bin ich noch nicht. Dann frage ich nach Jennifer. Mhm. Aber denk dran, besser keine Aufmerksamkeit erregen. Hört, die Schwarzen vermessen die Felder. Lass sie doch, solange sie nicht die Ernte verbrennen. Ich suche jemanden.
Und wir suchen Ruhe und Frieden. Geh mir aus den Augen, Mutant, bevor dein Atem mein Bier sauer werden lässt. Ach, die Bauern. Bei Option mit einem Dreieck setzt du das Axi-Zeichen ein, das andere beeinflusst und den Willen aufzwingt. Ja, das finde ich so, das finde ich gut. Ich frage es erstmal freundlich. Nur reden. Bist du Taubstreuner? Hier redet niemand mit dir. Wenn du Gesellschaft suchst, dann steck deine räudige Schnauze in den Trog mit den Schweinen. Dem Scheißkerl hast du es aber gezeigt, Mieszko. Mieszko. Okay, Alter, jetzt los. Eine schwarzhaarige Frau in schwarz-weißer Kleidung. Habt ihr die gesehen? Redet. Sie ist angeblich vor ein paar Tagen durchs Dorf galoppiert. So schnell, dass sie Radobor in den Graben geritten hat. Wo ist sie hin? Weiß nicht. Viele Spuren führen weg von der Hauptstraße. Sie kann überall hingeritten sein. Verdammt, Leute! Der Mutant kapert Mieszkos Verstand! Mhm, und deine Zunge nehme ich auch gleich, wenn du nicht still bist. Tja! Ne, entweder sagt ihr mir, was ich will, oder ich nehme mir, was ich will. Man kann nicht hier noch einen Diebstahl begehen? Guckt einer zu? Wo sind die, die eigentlich hier große Klappe hatten, als ich vorbeigegangen bin? Nochmal, es gibt vier Farben. Vier was? Farben, Gruppen, Sonne. Ah, das sind die Kartenspieler. Was für eine Zeitverschwendung. Die Erde umkreist die Sonne, bevor du diese Regeln verstehst. Hast du kurz Zeit? Warum nicht? Aldert Geert, Assistenzprofessor für zeitgenössische Geschichte an der Akademie Ochsenfurt. Geralt von Riva, ausgebildeter Hexe. Ich suche nach einer Frau. Lange Haare, schwarz-weiße Kleidung. Hast du so jemanden gesehen? Natürlich nicht. Im Gegensatz zum Pöbel weiß ich, dass die Reiterin des Krieges ein Hirngespinst ist. Reiterin des Krieges, wer soll das sein? Was machst du hier? Ist der Krieg... Ach, was er hier... Ich frag, was er da macht, weil ich will mitspielen. Hier würde ich keinen Gelehrten erwarten. Du fliehst wohl vor dem Krieg. Ganz im Gegenteil. Ich bin hinter ihm her. Ich will zur Front. Lebensmüde? Ich suche Wissen. Das ist mir wichtiger als das Leben selbst. Diesen Durst kann kein verstaubter alter Foliant stillen. Ich will die Invasion Nilfgaards mit eigenen Augen sehen, sie verstehen und in meiner Chronik aufzeichnen, meinem Hauptwerk. Geh zu deinen Büchern zurück, schreibe über den Krieg, wie es wirklich ist. Ich will jetzt hier Infos haben oder Geld. Jemanden, der den Krieg beschreibt, wie er wirklich ist. Keine bunten Banner und bewegende Ansprachen von Generälen, sondern Vergewaltigungen, Grausamkeit und sinnlose Gewalt. Ah, wie ich sehe, fehlt dir der Schliff der Akademie. Vergewaltigungen und Grausamkeit sind Details, die im Kriegsverlauf nicht zählen. Zierat auf dem Mantel des Konflikts sozusagen. Hm. Sag das den Leuten, deren Häuser niedergebrannt wurden. Ja, sind wir wieder bei der Reiterin des Krieges. Das will ich hören. Reiterin des Krieges? Worum geht es da? Um ein Omen, sagen die Leute. Eine schöne Phantomfrau reitet nachts durch die Felder. Sie entspricht deiner Beschreibung. Armeen folgen ihr und ihren Weg zu kreuzen bedeutet Unglück. Den letzten Teil kann ich bestätigen. Weißt du, wo sie gesehen wurde? Nein, ich interessiere mich für Tatsachen, nicht für Märchen. Kann ich ihn verprügeln? Ich gehe jetzt einfach. Ich muss los. Bis dann. Warte mal, Hexer. Du bist doch ein Mann von Welt. Spielst du vielleicht Gwind? Nein, hab auch keine Zeit, es zu lernen. Aber die Regeln sind ganz einfach. Komm, wollen wir spielen? Ja. Ich werde spielen und gewinnen. Warum nicht? Wunderbar. Geht's hier also, um Cash? So. Willkommen bei Gewinnend. Gewinnend ist ein altes Kartenspiel der Zwerge, das den Zusammenschluss zweier Armeen darstellt. Die Spieler sind Generäle, die Karten sind ihre Streitkräfte. Alles klar. Du beginnst. Okay. Zuerst ziehst du 10 Karten. Das ist in diesem Spiel deine Hand. Du ziehst danach keine Karten mehr, setzt diese 10 Karten also klug ein. So, dies ist eine Einheitskarte. Die Zahl oben links zeigt ihre Stärke an. Wird die Karte auf dem Schlachtfeld platziert, wird dieser Wert der Gesamtstärke des Spielers hinzugefügt, der sie ausgespielt hat. Dies ist ein Kampfreihensymbol der Einheit. Das Kampfsymbol zeigt die Schlachtfeldreihe an, in der die Karte gespielt werden kann, also hinten.
Manche Einheitskarten haben Spezialfähigkeiten. Die Spezialfähigkeit dieser kaedvenischen Belagerungsexperten heißt Moralschub und gewährt allen Einheiten in der gleichen Reihe plus 1 Stärke. Wetterkarten gehören zu den Sonderkarten. Sie reduzieren die Stärke aller Karten eines bestimmten Typs auf dem Schlachtfeld, auch die deiner eigenen Karten. Zu Beginn des Spiels kannst du bis zu 2 Karten abwerfen und neu ziehen. Überspringen wir diesen Punkt fürs Erste und kommen direkt zum Spiel. Rundenbeginn. So, hier siehst du das Schlachtfeld. Siehst du deine Seite. Das ist die Seite deines Gegners. Bei jeder Runde können die Spieler eine Karte auf dem Schlachtfeld platzieren oder passen. Jeder Kartensatz hat einen Anführer. Dieser Anführer bringt die Spezialfähigkeiten mit, die pro Schlacht nur einmal eingesetzt werden kann. Du kannst die Spezialfähigkeit jederzeit setzen, indem du X drückst. Drücke Eingabe, um eine Karte aus deiner Hand auszuwählen. Drücke nochmal Eingabe, um sie auf dem Schlacht zu platzieren. Kann ich meine Spezialfähigkeit sehen, Kollege? Okay. Also, wir bauen einfach mal direkt auf, ja, mit einer 5er Infanterie. Und Eingabe. Funktioniert nicht. Eingabe. Aha. Die Zahl links bei deinem Symbol zeigt die aktuelle Gesamtstärke deiner Einheiten. Die Zahl rechts zeigt die aktuelle Gesamtstärke der betreffenden Reihe. Beide Zahlen werden aktualisiert, wenn eine Karte gespielt wird. Wenn du am Zug bist, kannst du passen, indem du Leertaste hältst. Wenn du passt, kannst du in dieser Runde keine Karte mehr ausspielen. Dein Gegner kann weiterhin Karten ausspielen, bis er ebenfalls passt. Sollte es passen, wenn du zuversichtlich bist, mit dem bereits ausgeübten Einheiten gewinnen zu können. Oder um den Gegner gewinnen zu lassen, um deine Karten für die nächste Runde aufzubewahren. Eine Runde endet, wenn beide Spieler gepasst haben. Dann wird die jeweilige Gesamtstärke der Einheit und damit der Rundensieger bestimmt. Alle Karten auf dem Schlachtfeld werden abgeräumt und die Gesamtstärke des Spielers wird auf 0 zurückgesetzt. Dein Gegner ist am Zug. Oh Gott. Gar nicht so einfach. Er spielt auch einen 5er Bogenschützen. Also die zweite Reihe. Da habe ich nur 4. Ne, da habe ich auch einen 5er. Warum kann ich nicht ausspielen? Ich verstehe das nicht. So. Er haut in die zweite Reihe rein. Mache ich dann auch. Versuchen wir jetzt einfach immer zu kontern. Reinforcement Front. Selbst der Regen in diesem Land riecht nach Pisse. Das ist aber schön. Das Beste an Frost, Leichen verwesen nicht so schnell. Was ist eigentlich meine Spezialeinheit? Ist natürlich ein wunderbar. Scheiße, steht da nicht. Okay, ich kann meine Spezialeinheit nicht sehen. Dann müssen wir jetzt nochmal vorne was hinbringen. Scheiße, er hat Defense vorne. Ist er gut? Mhm, okay. Dann bauen wir letzte Reihe aus. Ah, geschickt. Er schwächt damit meine hintere Reihe. Okay. Verstanden. Mal. Wenn ich die jetzt noch schwäche, gewinne ich. Also machen wir auch noch vorne Frost. Weil ich habe eine Einheit mehr. Glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Ach, das zählt nur für... Nee. Das zählt für alle. Okay. Dann, er gewinnt auf jeden Fall in der Front. Hast eine Runde gewonnen. Fähigkeiten der Leute in Königreich-Fraktion ausgelöst. Was heißt das? Brauche ich nur 2 Karten? Die Karten, die übergeblieben sind, oder?
Kann ich nichts machen. Mehr habe ich ja nicht. Ah, dann habe ich dann das Spiel verstanden. Alles klar, dann habe ich es gecheckt. Ja, das gewinnt er natürlich. Klar. Verstehe. Wo hat er denn die Karten? Er hat doch genauso viele gespielt wie ich. Ich spiele jetzt meine Sondereinheit hier. Ja, dann gewinnt er trotzdem mit 1. Es ist keine Schande zu passen und den Gegner eine Runde gewinnen zu lassen. Manchmal ist es besser, die Karten für später aufzubewahren. Jetzt habe ich das Spiel aber erst verstanden. Man spielt 3 Runden. Deswegen, easy. Aber okay, gerne wieder. Ja, ist kein Spiel für jeden. Irgendwie hat er eine Karte mehr als ich. Wenn du mal in Ochsenfurt bist und gegen einen echten Meister spielen willst, frag nach Stjepan. Er ist ein schlichter Tavernenwirt, aber Gewinn spielt er wie kein Zweiter. Ich denke dran. Danke.